Es war einmal der Wolf vom Bosenstein. Das war ein Ritter und der hatte zwei Probleme. Erstens war er verheiratet und zweitens musste er in die Kreuzzüge nach Jerusalem ziehen, um die Sarazenen zu bekämpfen. Also hat er entsprechend sein Heim zurücklassen müssen und seine Frau dalassen müssen, um eben auf sein Heim Acht zu geben. Das hat die aber nicht gemacht, sondern hat sich einen Liebhaber geschnappt und hat da Halligalli Drecksau gemacht. Im entsprechenden Schloss vom Bosenstein. So. Dann ergab es sich, dass eines Tages eine alte Bettlerin zu Besuch kam und 7 ärmliche, kränkliche Kinder dabei hatte. Und die Frau von Bosenstein hat sich über die Bettlerin mit den 7 ärmlichen, kränklichen Kindern lustig gemacht, worauf die und ihnen halt nichts zu essen gegeben und keine Almosen. Daraufhin hat die Bettlerin dann die Frau von Bosenstein verflucht, sie möge auch 7 ärmliche, kränkliche Kinder bekommen, über die sie sich gerade lustig gemacht hat, und zwar alle 7 auf einmal. Das ist dann natürlich auch so passiert, weil wenn Bettlerinnen was verfluchen, dann tritt das ja auch so in Kraft, ist ja allgemein bekannt. Gut, die Frau von Bosenstein hat sich dann entsprechend geschämt und wollte diese 7 dann loswerden und hat deshalb ihre Dienerin mit den 7 in einem Sack zum Dorfweiher geschickt, um die entsprechend zu ertränken, die armen Kinder. In dem Moment ist aber der Wolf von Bosenstein zurückgekehrt aus den Kreuzzügen und hat die halt quasi die Dienerin auf frischer Tat ertappt. Hat dann der Dienerin gesagt, sie soll der Herrin erstmal nichts verraten, dass er das gestoppt hat, dieses Mordvorgang, und soll der Herrin sagen, sie hätte die Kinder ersäuft. Gleichzeitig hat dann der Wolf die Kinder entsprechend zurück zu Verwandten auf die Burg Hohenfels im Elsass geschickt und dort wurden sie halt nach allen Künsten des Adels ausgebildet, unter anderem auch im Harfespiel. So. Jetzt 7 Jahre später hat er die Knaben dann zu sich an den Hof eingeladen, unter falschem Vorwand, und die haben da halt entsprechend Harfe gespielt, und zwar die Ballade von den 7 Knaben, die von ihrer Mutter ersäuft worden sind, weil sie arm und kränklich aussahen. Und dann gab es halt Tischgespräch, und im Rahmen dieses Tischgespräches hat man dann wurde die Frau gefragt, die Frau von Bosenstein, was denn mit so jemandem passieren sollte, der so eine schreckliche Tat tut. Und dann hatte sie selber gemeint, ja, lebendig bei Wasser und Brot einmauern. Und dann heißt er halt Ritter Bosenstein entsprechend ausgeflippt und hat gemeint, damit hast du dein Urteil selbst gewählt. Und hat sie entsprechend bei Wasser und Brot in genau dieser Höhle, in der sich gerade der Ben befindet, eingemauert. Und da fließt deswegen Wasser rein, weil er die Höhle dann hat fluten lassen. Der hat extra den ganzen Bach umgeleitet, damit sie in der Höhle halt ertrinkt und nicht ganz so lange leiden muss, bis sie verdurstet bzw. verhungert ist. Ja, so war das damals. Naturwissenschaftlich ist die Höhle auf durchaus natürlichem Wege entstanden, und zwar handelt es sich um eine sogenannte Auskolkung. Das Wasser hat ja eine gewisse Kraft, insbesondere wenn es mit hohen Geschwindigkeiten fließt, wie hier der Fall. Und wenn es dann noch bergab fließt und als Wasserfall runterkommt, neigt es dazu, durch seine Erosionskraft so eine Art Whirlpool am Fuß des Wasserfalls auszuschleifen. Und bei diesem Schleifprozess kann dann auch gut und gerne mal am Rande eben des Berges eine Höhle entstehen, weil das Wasser in diese Richtung häufig fließt. Das könnt ihr jetzt hier in dieser Szene relativ gut erkennen. Da bildet sich nämlich gerade ein zweites Edelfrauengrab heraus. Das wird noch einige tausende Jahre dauern wahrscheinlich, bis das dann so ähnlich aussieht wie die Grotte oben. Aber man kann es hier schon ganz gut erahnen, wie das funktioniert, eben durch die Kraft des Wassers, dass da dauernd gegen die Wand geschwappt wird. Wird nach und nach diese eben abgetragen, bis dann eine richtige Höhle entstanden ist und das Ganze genauso aussieht wie weiter oben. Also diese typischen Vertiefungen, diese Kolke, findet man eben immer mal wieder an Wasserfällen und dann auch meistens in sehr, sehr, sehr mehrfacher Ausführung. Viele verschiedene davon, ist also ganz normal. Und ja, es gibt häufiger Sagen zu diesen besagten Höhlen hinter dem Wasserfall und am Wasserfall. Und das ist nicht nur ein Gerücht, dass da wirklich relativ häufig Höhlen entstehen.
solch tiefen Schluchten, die zu allem Überfluss auch noch sehr feucht sind, aufgrund des vielen Wasserdampfs, der sich da logischerweise bildet, wenn das Wasser die ganze Zeit runterfällt, findet man extrem viele Moose und Farne, weil die Luftfeuchtigkeit so unglaublich hoch ist, was die ja brauchen, weil sie ihren Wasserhaushalt nicht regulieren können in der Pflanze. Und es ist teilweise sehr faszinierend, wie viele verschiedene Arten auf einem Quadratmeter, ja, Felswand man da eigentlich finden kann. Hier zum Beispiel das Etagenmoos. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um Etagenmoos handelt. Da ist es nochmal. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es Blätter in Anführungszeichen in mehreren Ebenen bereits ausbildet. Also ein sehr hoch entwickeltes Moos und zählt zu den Baummoosen, wenn man es so nennen möchte. Was das hier ist, weiß ich leider nicht. Werde ich noch bei Gelegenheit ein wenig recherchieren, aber es ist ein schönes Foto mit Schlucht. Ein Klassiker, das Frauenhaarmoos, das schöne Frauenhaarmoos, um genau zu sein, Polytrichum famosum, blüht sehr schön im Sommer und da habe ich auch schon ein eigenes Video zugemacht. Ganz hin und wieder kann man sogar mal Ansätze von Torfmoos finden, was hier natürlich nicht zu einem Moor führen wird, aber es ist zum Teil sogar schon da wegen der ständigen Wassersättigung. Das hier ist nochmal das Etagenmoos, hier ist nochmal ein wenig schöner zu sehen, dass das Zentrale in der Bildmitte sind zwei Wedel des gleichen Mooses. Hier haben wir das den braunstieligen Streifenfarn, genau, das ist ein Farn, ein nicht ganz häufiger. Und hier nochmal eine etwas andere Aufnahme, hier kann man es relativ schön erkennen, dass das mit ziemlicher Sicherheit eben der braunstielige Streifenfarn auch wirklich sein wird. Gar nicht so einfach zu bestimmen ist dieses Ding hier. Wahrscheinlich handelt es sich um den gewöhnlichen Dornfarn. Ist aber im Winter echt schwer zu sagen. Eieieiei. Der hier ist vergleichsweise einfach. Das ist nämlich der Rippenfarn. Der ist ganz gut zu erkennen anhand seiner charakteristischen zwei verschiedenen Sorten von Blättern. Und im Winter hat er halt nur die, wenn er überhaupt welche hat. So. Und eine weitere Besonderheit in einem so moosreichen, feuchten Mikroklima sind epiphytische Moose, also sprich Moose, die am Baum hängen, und zwar an den Ästen und so richtige Bärte ausbilden und dann da bartartig runterhängen. Sieht wunderschön aus und ist auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier auch eine gewisse gute Luft herrscht. Ein noch besseres Zeichen für gute Luft wäre allerdings dann auch noch ein Flechtenreichtum, den man hier allerdings gar nicht so sehr antrifft. Also hier dominieren wirklich definitiv die Moose und Farne, das ist deren Reich. Und hier habe ich jetzt ein bisschen die Zeitlupe drin, um mal zu zeigen, wenn man aus der Schlucht nach oben schaut, dann kann man nur wenige Meter oberhalb besagter Schlucht plötzlich richtig vertrocknete Gräser finden und Felsbereiche, an denen Wasser definitiv ein großer Mangelfaktor ist. Also da liegen zwei ganz verschiedene Lebensräume zweier Extreme ganz nah beieinander. Und warum ist Wasser so knapp? Da oben ist natürlich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so hoch wie unten in der Schlucht, weil feuchte Luft ist schwer und zieht natürlich nach unten. Und außerdem muss man natürlich noch dazu sagen, dass an diesen blanken Felsen da oben kaum Boden haften kann. Und Boden ist natürlich einfach ein Substrat, was Wasser erheblich besser speichern kann als ein nasser Fels. Sollte jedem klar sein, der schon mal einen nassen Fels gesehen hat. Und deswegen, das Gras hat da enorme Schwierigkeiten, seinen Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten, wenn es nicht regelmäßig regnet, weil es in letzter Zeit nicht unbedingt getan hat. Und ja, da können, wie gesagt, zwei Extreme sehr nah beieinander liegen.
Unglaublich entspannend finde ich auch beim Spazieren entlang des Wasserfalls bzw. der Wasserfälle, wie sich die Geräuschkulisse immer ändert. Mal ist man an einem großen Wasserfall und es plätschert richtig intensiv, dann ist man mal wieder an einer etwas ruhigeren Stelle, wo man nur so ein leichtes Plätschern hört. Das hat schon irgendwie so ein bisschen was Meditatives, wenn man da wirklich die ganzen Wasserfälle entlangläuft und unglaublich entspannt und kann ich jedem Gestressten nur wärmstens ans Herz legen. Ja, und an dieser Stelle ist dann das Ende der Wasserfälle erreicht. Da geht's nicht weiter, beziehungsweise weiter geht schon. Es gibt halt keine Wasserfälle mehr. Aber es sieht irgendwie so aus, als hätte Ben jetzt doch noch eine Ankündigung zu machen. Mal gucken, was er zu sagen hat. So, und jetzt noch ein Statement zum Schluss.
Bitte pinkeln Sie nicht in unsere Wasserfälle. Wir wandern auch nicht entlang den Rand Ihrer Toilette. Genau. Macht's gut.